Hallo liebe Leute, wir sind hier wieder bei Skytopia und das dürfte jetzt Part 16 sein, ne? Warte Ja. erstmal kurz, bevor du weitergehst in dein Haus. Ich habe noch letzte Folge noch einen Stein gebraten. Ja, weil uns ist die Extra für dich. letzte Folge am Ende einfach die Aufnahme abgeschmiert. Ja, da möchten wir uns entschuldigen und deswegen noch als Sagung, tschüss. Aber natürlich machen wir jetzt noch schnell weiter. Und ich wollte ja eine schöne automatische Farm hier machen. Ich nehme mir gleich auch alle wichtigen Sachen hier mit. Obwohl, nee, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Weil wir haben letzte Folge. Was haben wir letzte Folge noch gefunden? Eine Pilzkuh, warte. Mit dem Namen Adalbert. Oh, jetzt habe ich vergessen, Steine zu nehmen. Gucke erstmal, dass ich ordentlich sicher baue, den Weg für Adalbert. Ja. Es wäre ja Nee, es ziemlich heißt ja. peinlich, wenn er runterfallen würde. Ja. Nee, Dr. Kunibert heißt die Pilzkuh. Ja, wir haben die einfach gefunden. Keine Ahnung, wie die da hinkam. Wir sollten mal vielleicht nächste Folge den Toby oder den Patrick fragen, ob die was wissen. Ja. Weil das ist ganz komisch, weil in der Vorbereitung hatten wir definitiv keine Pilzkuh dahin gepackt. Das wäre ja zu heftig gewesen. Naja. Ist das normal, Deswegen. dass ihr... Hä? Ich verstehe das nicht. Zack. Jetzt wäre es natürlich kacke, wenn Dr. Kunibert direkt runterfällt. Hallo Dr. Kunibert, willst du mir nicht folgen? Oh. Nein, Dr. Kunibert, nein! Genau, komm hier lang. Genau, ganz genau, gucke mich an. Liebst du nicht das Weizen, was ich in der Hand halte? Komm. Put, 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 put. Ja, Dr. Kunibert, gleich kriegst du eine Frau. Die Adalbert. Dann könnt ihr machen, was Kühe halt so tun. Was machen Kühe denn Nein, 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 nein. Komm. Oh, Kunibert dreht direkt um, wenn er Adalbert sieht. Ganz schlimm. so? Armer Patrick hat sich eine hässliche Pilzkuh gewünscht. Boah, es ist ganz schlimm. Gleich fällt Kunibert runter hier. Oh, nein, Kunibert! Nein! Nicht Kunibert! Nein! Was tust du? Ja, Oh komm, Mann, Leute, dann. das ist jetzt so traurig, dass ihr das nicht sehen könnt, wenn ich aufnehme. Ist er runtergefallen? Man sieht Kunibert ja... hat mich runtergeschmissen! Kunibert, Arme du Sau. Schlingel! Oh Boah, Mann. was ist das denn für eine spastische Pilzkuh? Oh ja, Leute, jetzt bin ich alleine. Ja. Dann muss ich für diese Folge aussetzen, verdammte Scheiße. Diese Ja. scheiß Pilzkuh kickt mich runter. Was war das? Das war jetzt ziemlich arm. Mhm. Ja, Leute, dann würde ich sagen, baue ich jetzt einfach alleine das Haus weiter. Jo, Und ich fahre mute mich dann alleine. auch auf TS, ne? Ja, klar. Obwohl, nee, wir können ja noch zusammen reden. Ja, dann reden wir. Dann höre ich uns die ganze Folge lang labern. Dann kann ich eigentlich schon in meiner privaten Welt kurz meine geplante Farm testen. Aber was eigentlich recht gut ist, ich habe durchs PvP-Event gewonnen. Das bedeutet, Du hast einen Freitod. ja, und ich kann in der nächsten Was Folge einfach zum... wieder dabei sein. Wollen wir das einfach direkt einsetzen? Nein, was hab ich getan?
Stimmt, das hätte der Patrick eigentlich auch schon längst machen können. Das müssen wir ihm Ja, eigentlich mal klar. sagen. Das heißt, du durftest wieder reinkommen, oder? Ja, aber das ist ja, nee, das ist scheiße. Oder? Weiß ich nicht. Und du darfst auf jeden Nee, Fall nächste da mir das Folge jetzt schon so wieder spät dabei aufgefallen sein. ist, komme ich einfach in der nächsten Folge wieder dazu. Das ist das ja doof. Ja, was du mal für mich überprüfen konntest, ob Kunibert jetzt auch gestorben ist. Kunibert ist auch runtergefallen. Ja? Ich denke schon, Wirklich? ja. Es sind auf jeden Fall zwei Leute Nein! runtergefallen. Aber ich kann ja noch mal gucken gleich, wenn ich das hier erledigt habe. Kann natürlich auch sein, dass du das warst und ich das nur verwechselt habe. Aber das ist einfach so bitter, weißt du, dass diese verdammte schleimige Pilzkuh mich da einfach runtergekickt hat in ihren Wahnvorstellungen. Das ist so kacke. Ja. Dann gucke ich jetzt einfach mal, ob Dr. Kunibert da ist. Wo hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Vor Adalbert. Boah, eine Spinne! Zwei Fäden und Level. Trollololol. Boah, hey, wie kann man denn hier runterfallen? Naja, Kunibert hat mich runtergestoßen. Wie denn? Ja, indem ich hatte das Weizen. Und dann habe ich vergessen, weil das ja eher so sicher war, Dings zu drücken. Shift, ne? Aber hier ist es doch voll sicher. Ich meine, hier sind zwei Kühe, Dr. Kunibert und... Die heißt wirklich Dr. Kunibert. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Pilzkühe Ja. im Gehege. Also keine Angst, die stehen beide im Gehege. Na, das ist ja wenigstens schon mal gut. Das ist sehr Währenddessen kann ich. beruhigend. Na ja, dann lasse ich die mal ein Kind zeugen, einfach so aus Spaß. Ich glaube, vorher sollte ich das mal ein bisschen sicherer bauen. Ja, solltest du. Sieht zwar scheiße aus, aber... Das ist ja eigentlich völlig wurscht. So komme ich da jetzt nicht hin. Hallo? Hey, aber wie kann man denn bitte genau hier runterfallen im Gehege? Nein, das war nicht im Gehege. Wir waren auf der Startinsel im Prinzip. In Ja, jeder Nacht. wir haben ein Babypilzküchen. Ich glaube, wir dürften auch noch eine Schere haben. Haben wir die Nein, nicht? nein, was ist das? Wo kommt das Feuer her? Wo kommt das? Ach, weil hier drunter Lava ist. Och Mann. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Oh, jetzt einfach noch bis zum Ende der Folge an unserem Haus weiter. Also an meinem Haus oder an seinem Haus. Ich weiß nicht, wer einzieht wird.
Ja, das weiß ich auch nicht. Kommt drauf an, wie das Haus dann am Ende aussehen wird. Ich krieg das Scheiß-Service. Da kann man jetzt aber auch was anderes drunter verstehen. Ja, ne? Nur ein bisschen. So. Ah, hier ist ganz wieder Katzenholz. Oh mein Gott, was ist das? Nein! Die Zombie-Pigments brechen durch. Sie brechen durch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast aber keinen Freitod. Ich weiß! Ich werde jetzt Sicherheitsmaßnahmen vorziehen. Ah. Ah. Oh, ich könnte mich immer noch über Kunibert aufregen. Oh Mann, zugebaut. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und Kunibert ist auch so ein kleiner Inzest-Typi, ne? Der will gleich natürlich mit seinem gezeugten Kind auch wieder, ne? Keine Ahnung. Natürlich ist das so bei Kühen. Ach, jetzt muss es einfach noch kommen, dass ich verrecke und dann... Ja. Dann musst du alleine... dann muss ich alleine aufnehmen, ne? Oh. Ja. Neun. Ach ja. Na nee, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Der funktioniert auch nicht gerade eigentlich. Ja, so. In diesem Spiel ist irgendwie alles verbuggt, wenn eine Pilzkuh einen schon töten kann. Hallo? Ach Leute, das macht irgendwie alleine keinen großen Spaß. Ich würde sagen, wir beenden die Folge einfach jetzt hier. Und dann sind wir nächste Folge wieder zusammen. Nicht wahr? Ja, ist denn schon der Timer um? Ja, noch eine Minute. Ja, wir machen dann das nächste Mal länger. Ja, kriegen wir hin. Also, tschüss. Tschüss.